Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und heute gebe ich meinen Tesla, meinen April 2017er S90D im Service Center in Hamburg ab. Ich habe ein paar Garantiearbeiten zu machen. Die sind folgende, eine ganze Menge eigentlich. Und zwar an einem der Türgriffe ist die Beleuchtung hinten links kaputt. Die stoßen einfach vorne, klappern wie blöd, das wisst ihr ja. Fahrersitz hat eine starke Faltenbildung des Leders in der Sitzauflage. Die Lenksäule rattert bei Betätigung und Verstellung. Warte mal, das mal. Ja, hört man jetzt nicht so, aber normalerweise geht das ganz geschmeidig. Bei starker Beschleunigung schlagen die Antriebswellen vorne. Alte Krankheit bei Tesla. Ab ca. 130 kommt ein Brummen aus dem Unterboden. Ich denke, das ist vorne das Luftleitblech, also die Kunststoffverkleidung unter der Schürze. Das Masseband hinten an der DU ist korrodiert. Die oberen Querlenker vorne und hinten müssen überprüft werden. Die Fußmatte lässt sich nicht befestigen, die rutscht immer vorne rein. Und der Autopilot 2, rechts der Sensor, der ist meines Erachtens auch nicht so richtig gut eingestellt. Da muss man auch mal beigehen. Dann klappert was in der Heckklappe und ich brauche ein paar neue Klipse im Frank. Und ich kann euch das nochmal mit dem Sitz zeigen. Hallo Arni. Hallo. Das ist das hier, könnt ihr das sehen? Eine riesen Falte. Oh ja, sieht echt schlimm aus. Ja. Ja, da muss ein neuer Sitzbezug rein oder man muss das spannen. Aber ansonsten sind wir hier gerade angekommen im Service Center, lassen das Auto hier und fahren jetzt erstmal nach Amerika. Und dann gucken wir mal, was alles gemacht wurde. Moin, ich bin Uwe von T&T Tesla und mein Auto ist zurück von der Werkstatt Jürs. Die haben noch ein bisschen was gemacht an dem Auto, da gibt es noch mal ein extra Video drüber. Und auch vom Service Center. Und ich habe einen neuen Fahrersitz bekommen. Und auch viele andere Sachen. Das gehe ich jetzt mal mit euch durch. Und ihr seht schon wieder, obwohl der Sitz neu ist, nach 300 Kilometern beginnt eine neue Falte an der gleichen Stelle. Und das mit meinem knöchrigen Arsch. Naja, dann wollen wir uns doch mal angucken, was gemacht wurde. Das ist der S90D. Aus 2017, letzter Monat für Free Supercharging 417. Ich bin hier gerade am Laden auf dem Weg nach Braunschweig zu einer Kaufberatung. Und dann wollen wir doch mal gucken, was wir so alles für Mängel bekommen, ersetzt haben. Ich habe hier eine Liste, die gehe ich mal mit euch durch. Ich bin ja hier mit 66.000 Kilometern noch in der Vollgarantie. Und die anfänglichen Mängel habe ich euch ja eben genannt im Video und es wurde gemacht, der vordere Fahrersitz ersetzt gegen einen neuen, aber wie gesagt, die Mängel bzw. die Falte geht schon wieder los. Das ist also ein Fehler. Dann war bei meinem Türgriff das Licht kaputt bei dem einen, das wurde gemacht. Dann wurde gemacht, wir haben den ganzen Griff erneuert. Hätte ja eigentlich nur eine Birne sein müssen bzw. eine LED. Aber so ist das eben. So, was haben wir noch bekommen? Die Lenksäule rattert beim Easy Entry. Immer wenn ich ein- und ausgestiegen bin, dann kam die Lenksäule ja rein oder raus für meine Easy Entry Einstellung. Das haben sie weggemacht. Das wurde anscheinend gesettet. Ja, ganz einfach. Wie gesagt, alle arbeiten auf Garantie. Dann, oh ja, die Stoßdämpfer vorne wurden gewechselt, beide. Ich habe euch das ja mal vorgeführt, bei mir im Auto klapperten die Stoßdämpfer vorne. Das ist eine Krankheit bei allen Facelift-Modellen. Und die wurden gewechselt. Das Klappern ist fast weg. Ja, leider muss ich sagen, dass das Wechseln der Stoßdämpfer auf die neue Serie C77 nicht geklappt hat. Es ist immer noch ein leichtes Klappern da. Also muss Tesla da noch weiter dran arbeiten. Dann wurden meine beiden vorderen Antriebswellen zerlegt und gefettet, weil die haben bei starker Beschleunigung auch leicht geklappert bzw. gerattert. Dann hatte ich ja diese Vibrationen am Unterboden, da habe ich mal ein Video drüber gemacht. Dort wurde komplett die vordere Frontschürze gewechselt. Das ist weg. Bin ja eben 150, 160, 70 gefahren. Das ist weg, überhaupt kein Problem. Dann habe ich die Seitenscheibe links einstellen lassen. Da gab es Probleme mit Windgeräuschen. Das wurde gemacht. Die sind auch weg.
Genau, das wurde gemacht. Ja, was haben wir noch gemacht? Luftführung vorne, das war das gerade mit dem Grillcover. Das ist ein für jeden, der das hat, mit einem Festischmodell. Da müsst ihr einfach bei Tesla nachfragen, das machen die einfach auf Kulanz. Dann wurde gewechselt ein Masseband, hinten hatte ich auch mal ein Video drüber gemacht, hinten meiner Drive-Unit, das war schon sehr korrodiert, das habe ich neu machen lassen. Dann wurde gemacht, natürlich, hinten gab es für Querlenker mal einen Rückruf und dort wurden neue Schutzlenker eingebaut und danach auch natürlich die Spur vermessen. Dann hatte ich ja bemängelt, dass meine Fronthaube, die Frankhaube, nicht so gut sitzt. Das haben die nicht gemacht. Die finden, das ist gut. Also stelle ich es dann nochmal selber ein. Ich finde, dass das nicht gut ist. Dann hatte ich meine Fußmatten bemängelt, die immer nach vorne rutschen. Da haben die auch gesagt, nö, das ist Verschleiß. Nach 66.000. Das kann mal passieren. Na gut, dann lasse ich mir mal selber was einfallen. Ja, und das war's. Das war's insgesamt. Dann braucht ihr noch ein paar Klipse für die Schwellerverkleidung von dem Tesla meiner Frau. Die haben sie mir berechnet mit 4 Euro. Die werde ich natürlich bezahlen. Und das war's. Ja, und das Auto fährt gut. Und habe natürlich jetzt immer noch ein paar Mängel, denn die Stoßdämpfer müssen irgendwann nochmal gewechselt werden. Ich hoffe, dass Tesla das irgendwann mal in den Griff kriegt. Und werde das wieder bemängeln. So lange, bis das irgendwann mal komplett weg ist. Es ist jetzt wirklich leise geworden, aber es ist immer noch da. Ja gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Tesla hat das wunderbar gemacht, das Service Center in Hamburg. Wir haben da auch eine gute Kommunikation gehabt und das Auto hatte 3 Wochen dort stehen dürfen, weil ich war ja in Amerika in der Zeit und das war überhaupt gar kein Problem. Und ich bin damit da mit dem Service im Service Center Hamburg da sehr zufrieden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Ofe von T&T Tesla. Nur ein kurzes Video, demnächst mehr.